Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin oder Krypto-Video auf dem Kanal. Es ist der 8.8.2018 und wir haben heute ein ziemliches Blutbad am Markt, jetzt im Hintergrund. Wir haben einige Altcoins und natürlich auch der Bitcoin, die jetzt hier wirklich massiv rote Zahlen anschreiben. Der Grund dafür könnte oder dürfte eine mögliche Verschiebung des ETFs sein, beziehungsweise der ETF-Entscheidung durch die SEC. Ja. Wie das Ganze jetzt konkret zu bewerten ist und vor allem auch, wie die Altcoins konkret ausschauen. Wir schauen uns ein Repertoire an Altcoins an und natürlich einfach an den Bitcoin. All das machen wir jetzt im Video. Könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Altcoins ihr zukünftig in den Videos haben wollt. Ich habe generell eine Liste von knapp 15 Coins, die ich beobachte. Wenn ihr da wirklich ein paar Coins habt, die auch ins Video kommen sollten, könnt ihr mir das gerne schreiben, dann schauen wir uns die auch an. Und wir sind jetzt hier am Bitcoin Daily Chart und ich habe euch extra die Support- und Resistance-Zonen genau eingezeichnet und auch beschrieben, weil ich habe die oft im Kopf und ich denke mir, also wenn ihr die visuell auch seht, dann ist das vielleicht für einige von euch leichter oder für euch leichter eben konkrete Analyse zu folgen. Und ich dachte mir, warum nicht einfach alle Zonen auf den Timeframes einzeichnen, damit ihr wirklich konkret seht, welche Zonen relevant und eben auch interessant sind. Ihr seht, der Daily Chart sieht wirklich sehr nach Kapitulation aus. Ich hätte es mir selber nicht gedacht, wo wir in diesem Bereich waren, sah alles nach einer Konsolidation aus. Mit einem weiteren Push nach oben, aber die ETF-News wurden jetzt eben schon vorher verkauft, was sich jetzt eben hier äußert. Wir brechen das Ganze jetzt konkret in den 4-Stunden-Timeframe und den 1-Stunden-Timeframe runter und probieren das Ganze wieder so informativ wie möglich für euch zu gestalten mit einigen Setups, die ihr spielen hättet können auf eurem Demo-Account oder wie ihr eben tradet. Ich gebe natürlich keine konkrete Trading-Advices raus, weil ich dafür nicht zugelassen bin. Aber ihr wisst eben, was ich meine. Wir probieren jetzt das Ganze eben so gut wie möglich zu evaluieren, damit ihr eben auch in Zukunft besser vorbereitet seid. Vielleicht, wenn ihr keine Trader seid, schon früher in Tether wechseln könnt oder eben auch, ja, einige Setups spielen könnt. Ihr seht jetzt im Hintergrund schon viele rote Linien. Lasst euch davon nicht abschrecken. Das sind einfach meine relevanten Zonen auf dem 4-Stunden-Chart. Und ihr seht dann auch sehr gut, wie der Markt auf diese Zonen reagiert. Wir hatten einen interessanten Punkt hier oben. Wir hatten diesen Bereich hier, wo wir dann praktisch eine Konsolidationsphase geformt haben. Und das ist wirklich auch die Phase, wo ihr nicht traden wollt. Also wenn ihr so eine Phase seht, wo wir uns konsolidieren, wo wir einfach nur seitwärts gehen oder eben kurz nach oben, kurz nach unten, geht raus oder macht was anderes, aber tradet diese Phasen nicht. Es sei denn, ihr seid so gut geübter Range-Trader, dass ihr wirklich diese Ranges perfekt traden könnt. Für mich sind die Risk-to-Reward-Verhältnisse in diesen Ranges einfach nicht optimal. Was ihr konkret sehen wollt, ist ein Trend. Ihr wollt mit dem Trend gehen, ihr wollt entweder mit dem Uptrend gehen oder eben mit dem Downtrend. Das heißt, den Downtrend natürlich short sellen und den Uptrend long gehen, also einkaufen auf Deutsch gesagt oder einfach den Kurs long gehen in der Tradersprache, je nachdem wie ihr das bezeichnen wollt. Und ja, wie ihr das macht natürlich, Uptrend, ihr wartet auf Retracements nach unten und kauft dann zum Beispiel hier ein, als wir diesen Breakout retesten. Und bei einem Downtrend genau umgekehrt, wenn ein Low bricht, wartet ihr auf den Retest, das ist dieses Lows, sucht euch Zonen der Konfluenz raus und wenn das Setup für euch da ist, könnt ihr das mit gegebenen Stop-Loss eben eingehen. Genau das suchen wir uns jetzt eben hier raus, weil ich denke, oft die viel Unwissenheit herrscht, wie denn ein Setup ausschauen soll, wie man denn ein Setup bestimmt. Ich glaube, im Kryptobereich gehen noch sehr viele Leute einfach nach Glück in irgendwelche Setups. Also ich sehe auf den Hintergrund nichts, sondern wird einfach gesagt, okay, wir haben hier eine Trendlinie und deswegen gehe ich hier long oder short. Hier gehen wir jetzt konkret auf Setups ein, die im Downtrend ziemlich relevant waren. Ihr seht konkret diese Range, von der wir gesprochen haben. Wir haben hier noch ein Low und eben hier dieses Swing Low schaffen es dann kein High zu machen. Das heißt, sobald dieses Low bricht, haben wir eine Änderung in der Marktstruktur und wir sind bearish. Beziehungsweise in dem Fall noch kurzfristig bearish. Für mich war langfristig bearish dann dieses Low signifikant, wo wir dieses Low gebrochen haben, war dann auch mein Hauptanteil in Tether, also nicht mein Trading-Kapital, weil dann eben für mich das Ganze schon eher prekär war. Deswegen habe ich immer gesagt, 7-5 Zone sehr relevant für mich. Was dann interessant ist, ist dieser Bruch dieses Lows. Sobald dieses Low gebrochen ist, wie gesagt, Downtrend, ihr wartet auf Retracements nach oben, um diesen Downtrend eben short zu sellen. Seht ihr diese Candle hier? Diese Candle geht konkret genau auf dieses Low, testet dieses Low nochmal, bevor es dann stramm nach unten geht.
Wir switchen jetzt auf den 1-Stunden-Chart, da man auf dem 1-Stunden-Chart dieses Retracement nach oben um einiges besser sieht. Ihr habt auch hier viele Zonen, wie gesagt, lasst euch nicht verwirren, die Zonen sind alle sehr relevant und dann auch eben ja, sehr einleuchtend, warum die Zonen denn da sind. Ich muss sagen, bei diesem Fall des Bitcoins oder bei diesem Downtrend war es dann wirklich schon sehr drastisch, weil normalerweise, wenn ihr euch eure Fibonacci Retracements anlegt, seht ihr normalerweise schon Retracements von 0,5 bis 0,79 oder 0,75 nach oben. In dem Fall haben wir wirklich ganz, ganz kleine Pullbacks gesehen, also es war wirklich schwer, diese Shorts zu catchen, aber konkret wären das hier die Setups gewesen, die man eben spielen kann. Wir sehen, wie gesagt, am 4-Stunden-Chart haben wir es gut gesehen, wie wir dieses Low brechen. Wir warten auf Pullbacks zum Shorten, wir haben diesen Bruch hier, Pullback kommt genau auf dieses Low, konkret könnte man auch dieses Low targeten, aber hier wäre schon ein sehr erfolgreiches Setup gelegen. Das heißt, wir testen dieses Low, seht ihr rechts, wie wir dann eben konkret runterrasseln von diesem Low und eben ein neues Low formen. So, wie könnt ihr das jetzt noch besser gestalten? Ihr zieht euch eure Retracement vom High zum Low, Swing High zum Swing Low. Ihr seht konkret, hier liegt auch das 0,236 Retracement, dieses Downtrend. Wir schaffen es nicht, diese zu durchbrechen. Könnt ihr auch diese Candle abwarten von mir aus, weil den Top zu shorten, wenn die wenigsten schaffen. Ihr seht diese sehr starke Rejection Candle an den neuen Our EMA, also an der neuner EMA, der habe ich immer sehr gerne drin. Bei so Downtrends kann man die immer ziemlich gut abschätzen, wo eben diese Setups sind. Das wäre das erste Setup gewesen, was man hier im Target hätten können und dann eben schon massiv Gewinn gemacht mit diesem Setup. Aber wenn ihr seht, es geht immer weiter. Wie gesagt, Downtrend, höhere Timeframes sind auf einem Downtrend eingestellt. Das heißt, ihr wollt nicht long gehen, ihr wollt short gehen. Was passiert? Wir gehen hier runter. Die schwarze Linie hier ist konkreter Daily Support, sehr starker Support. Und was wollt ihr machen? Ja, ihr wartet auf neue Short-Optionen. Hier haben wir das letzte Swing Low. Was macht der Markt? Er geht auf den Daily Support, testet den Daily Support hier zweimal, kommt hier hoch, testet das Swing Low again. Das heißt, wir haben hier die nächste Short-Möglichkeit, die konkret genau hier liegt. Und was passiert? Es geht weiter nach unten. Hier ist auch fast kein Retracement vorhanden. Also hier ist schon, wenn wir es jetzt wirklich von diesem Low machen und nicht von ganz oben, dann können wir schon natürlich sagen, dass hier das Retracement vorhanden ist, aber ihr wisst von der ganzen Struktur, wäre es jetzt relativ wenig gewesen. Aber in dem Fall von diesem Low, von diesem Swing, zu diesem Swing, knapp ein 0,75 Retracement auf den Dollar genau. Weiter geht's. Ihr verpasst diesen Swing, das war um 1 Uhr nachts, okay, ihr habt schon geschlafen, habt das Ganze verpasst, ihr wollt trotzdem noch zur Party einsteigen. Ihr habt gesehen, wir haben die Marktstruktur gebrochen und wir haben jetzt diesen Support gehalten. Was macht ein Großteil der Leute oder was machen viele Leute falsch? Viele Leute sehen diesen Uptrend, die kaufen hier ein, oh, wir sind jetzt bei 7400, das ist der starke Support, wir gehen jetzt wieder auf 8000. Kaufen hier ein, weil sie einfach absolut kein Verständnis haben für den Markt, was der Markt macht und wie der Markt eben reagieren wird. Kaufen hier irgendwo ein, boom, werden vielleicht hier ausgestoppt oder haben keinen Stop-Loss und haben massive Verluste. Was macht ihr? Da ihr smart seid, ihr wisst, okay, wir haben einen Downtrend, ich warte auf Short-Möglichkeiten und ich weiß, wenn wir das Low nochmal testen, was wir vorher gebrochen haben, dann haben wir eine sehr gute Short-Möglichkeit. Was machen wir konkret hier? Wir testen das Low, haben von diesem Swing zu diesem Swing ein 0,5 Retracement und ich muss sagen, das hier wäre das Killer-Setup schlechthin, weil 0,5 Retracement nach oben sehen wir wirklich am öftesten, auch mit 0,382 Retracements und auch oft sehr relevant, aber 0,5 ist wirklich das Retracement, auf das ich immer schaue, weil 0,5 hat die höchste Wahrscheinlichkeit einzutreffen und wir haben jetzt den Test des Lows, also wir haben einen Punkt, wir haben das 0,5 Retracement Ratio, das ist der zweite Punkt und als dritten Punkt haben wir hier die 50 EMA, also die 50er EMA, das heißt, die haben ja drei Punkte, also wie könnte man hier nicht shorten. Wenn wir das dann konkret ansehen, wie das Ganze aufgeht, wir hatten hier den Daily Support, wo man natürlich closen hätte können, das wären 6% gewesen, aber konkret am 4-Stunden Support schlagen wir auf, haben 8,6% Profit, 8,6% ist extrem viel und gehen dann eben wieder in diese Consolidation Range. Diese Range wollte nicht trainen, weil wie gesagt, wieder Konsolidierung, keine Setups, die wirklich relevant sind oder eben ja für mich relevant sind. Was wir hier dann wieder sehen, wir haben hier den Test 50 EMA, bouncen nach unten, bouncen hier nach oben. Also wie gesagt, hier wäre ich auch nicht short gegangen, weil
Das war für mich jetzt kein Setup, weil, wie gesagt, das ist einfach eine Consolidation Range. Wir haben hier sowohl keine Lower Highs und auch keine Lower Lows, aber wir haben auch keine Higher Highs und keine Higher Lows. Deswegen, ja, das wollte ich hier drehen. Konkret wäre dieser Bereich hier interessant gewesen. Wenn wir diesen Bereich nochmal getestet hätten, wäre hier ein Short sehr interessant gewesen. Aber durch das wir hier einfach dann aus heiterem Himmel nach unten fallen, ist eben die Möglichkeit zum Short Sellen nicht mehr da gewesen. So, sind jetzt auch hier wieder am Daily Chart gebounced und ja, das war jetzt mal so ein kleiner Überblick, was hier eben bei Bitcoin Short technisch gegangen wäre. Dann ist das auch hier ansehen von den Swings her, auch zum Target auswählen. Wir können uns auch hier die Extensions anziehen. Wenn wir die Extensions von dieser Welle hier nach oben nehmen, dann sehen wir hier konkret, wie stark das hier nach unten geht. Das sind so immer eure Grundtargets, also von der Welle nach oben, die eben nach oben geht. Von der Welle wollt ihr eure Retracements nach unten wissen, damit ihr ungefähr wisst, wo ihr Profit holen könnt. Normalerweise passiert so ein kompletter Meltdown nicht. Das heißt, wir hätten hier Profit Target 1, die One-to-One-Extension. Wir hätten Profit Target 2, normalerweise im Bereich der 127-Extension. Die reagiert gar nicht. Die 162-Extension reagiert wieder stark mit dieser Rejection hier. Und dann die 200% Extension, die wäre hier, reagiert der Markt auch stark drauf, aber bounce noch durch. Aber das sind immer konkret meine Targets. In dem Fall jetzt nicht so relevant gewesen, weil eben der Markt ziemlich stark auf die News reagiert hat und dann eben durch alle Extensions durchgefallen ist. Wir schauen uns jetzt Bitcoin Cash an. Bitcoin Cash habe ich auch sehr interessant gefunden. Bitcoin Cash, ich kann euch das nicht empfehlen, solche Candles zu shorten. Also im Grunde genommen, es ist jetzt nicht die allerschlauste Idee, weil es jetzt nicht das Killer-Setup ist, was wir jetzt eben bei Bitcoin gesehen haben. Aber wenn wir uns hier die Struktur bei Bitcoin Cash anschauen, wir hatten hier diesen Daily Support, formen hier ein Higher Low, brechen dann aus dieser Range aus. Was wollen wir machen? Wir wollen ein Retracement erwischen, um eben long zu gehen. Wir ziehen uns unsere Retracements an. Wir sehen kein Retracement nach unten, das heißt, wir haben hier keine Möglichkeit, long zu gehen. Wir verpassen den Zug und ja, man muss ja nicht jedes Setup nehmen. Aber hier wäre konkret der Punkt gewesen, wo ich auf Longs gewartet hätte. Wenn wir diesen Bereich retesten, wäre ich bestimmt long gewesen, auch in Verbindung mit der 50er EMA. Was ist bei Bitcoin Cash interessant? Wir formen dann hier ein neues Low, High, Low, gleiches Low. Hier dann das Higher High, Higher Low, beziehungsweise gleich hoch wie dieses Low und dann eben diese Candle. Wie gesagt, wir haben hier nicht wirklich das Killer-Setup schlechthin. Wir haben nur diese Candle, die wirklich sehr starke Rejection von dieser Zone anzeigt. Also wie gesagt, diese Zone ist so eine You shall not pass Zone und man kann solche Setups nehmen. Man kann sie wirklich nehmen, aber man muss dann wirklich sagen, sehr knappen Stop-Loss, also Stop-Loss über den Swing darüber. Das heißt konkret, wenn ihr wirklich diese Candles short sellt, dann wäre das Target hier am Daily Chart irgendwo oder hier drunter. Und da muss der Stop aber wirklich irgendwo in diesem Bereich sein. 0,98% könnte man riskieren für so einen Short. Und man könnte auch hier, oder man muss auch hier ganz klar sagen, wenn ich nur aufgrund der Candles short gehe und keine anderen Indikatoren habe und keine anderen Indizien, warum mein Setup gerade wirklich zu spielen ist, dann sage ich ganz klar, ich gebe mir 3 1-Stunden-Candles, das heißt 3 Stunden. Wenn mir nach 3 Stunden, wenn ich da nicht im Profit bin, dann close ich den Trade Break-Even oder mit kleinem Minus. Auf alle Fälle, wenn ich nur so ein Setup habe, dann will ich schnell im Profit sein. Wenn es nicht passiert, gehe ich raus. Sehen wir uns jetzt auch hier nochmal an von diesem Swing hier. Das könnte auch ganz interessant sein, wenn ihr diesen Swing seht nach oben. Dann haben wir hier wieder die Extensions, wo wir dann eben unsere Profit Areas haben. Das heißt hier konkret 127, 162. Das wären so die Bereiche, wo man drauf schauen sollte. Was mir jetzt noch aufgefallen ist mit Bitcoin, wir haben noch gar nicht von weiteren Target Zones gesprochen. Wie gesagt, ich würde mich hüten davor, irgendwas jetzt zu kaufen, weil wir könnten zwar, wir sind jetzt wieder in dieser Consolidation Range, das heißt Konsolidierung, wir wollen keinen Trade sehen. Wir könnten zwar gut und gerne nach diesem News-Debakel einen Retest sehen, diese 6800. Wie gesagt, das einzige Setup, worauf ich schauen würde, wäre nochmal zu shorten von hier oben. Ich will hier nicht long gehen. Also ich sehe ja kein Setup, wo ich long gehen könnte, auch wenn ich den Daily Chart ansehe. Natürlich, wenn der Kurs nach oben geht, wird es wieder heißen, ha, warum bist du nicht long gegangen? Interessiert mich nicht. Also ich will die Setups spielen, wo ich eine
gewisse Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite habe. Hier wäre ein Long gewesen, wenn ich wirklich 6392 erwischt hätte. Wenn ich da meine Orders gehabt hätte, lasse ich mir das einreden aufgrund dieses Blocks hier. Aber jetzt Long gehen, kein Interesse. Ich beobachte den Markt jetzt, wie die News sich verhalten und dann schauen wir weiter. Das sind auch Litecoin. Litecoin am Daily Chart ziemlich gefährlich. Danger Zone, wirklich. Wir hangeln an diesem Support jetzt rein. Hier, ich wollte schon auf Englisch reden. Wenn wir dann durchbrechen, haben wir wahrscheinlich hier in diesem Bereich noch Support, aber es wird raus hinauflaufen, dass wir wirklich hier unten den Support testen. Litecoin generell ziemlich schade, weil Litecoin hat einen stabilen Uptrend geformt und ist dann wirklich extrem gedumpt halt mit Bitcoin zusammen. Aber Litecoin wäre jetzt hier wirklich das Exempel schlechthin für die Longs, die ihr traden wollt. Wir sehen bei Litecoin, wie er dieses Low hier formt. Wir formen hier ein High, hier ein Low. Wir brechen diesen starken Daily Support, also der vorher Support war, jetzt Resistances. Und was wollt ihr machen? Natürlich, ihr wollt nicht, oder sagen wir so, was machen die meisten? Die meisten Leute versuchen hier Long zu gehen, weil sie natürlich immer den Top kaufen, weil sie ungeduldig sind und auf keine guten Entries warten können. Das heißt, was wollt ihr machen als smarte Investoren oder smarte Trader? Ihr zieht euch eure Fibonacci Retracements an. Ihr seht, wir haben diesen Bereich hier gebrochen, diese Resistance. Wir sehen hier, wir haben die 0,5 Retracement Linie hier. Wie gesagt, sehr relevant. Wir haben den Punkt hier, wo wir eben den Breakout hatten und genau diesen Breakout-Test wollt ihr eben long gehen. Was wir dann sehen, wir machen kein Higher High, aber wir machen auch kein, aber wir machen dafür auch wieder ein Higher Low. Also hier wäre auch, das hier wäre das Killer-Setup und hier wäre ein Setup, was nicht wirklich, was ich nicht nehmen würde, aber was jetzt auch nicht so schlecht ist mit dieser 50 der EMA und dass wir jetzt eben dieses Low halten, aber würde ich persönlich nicht machen. Woran ich wieder interessiert wäre, wäre dieser Breakout hier. Wir brechen diese Range. Seht ihr die Range, wie relevant die war? Wir brechen diese Range, gehen hier hoch, testen die Range und gehen dann wieder ab von dieser Range. Alles in Verbindung mit relevanten FIP-Zonen. Wenn wir uns hier das FIP von diesem Low ziehen zu diesem High, wäre das konkret nochmal ein 0,5 FIP Retracement. Und ja, dann natürlich wieder der Meltdown. Wirklich ziemlich schwierig dann, sowas zu trainen in diesem Bereich. Wie gesagt, ihr wartet dann auf Retracements auf der Short-Seite, aber hier muss man wirklich sagen, man sieht so gut wie keine Retracements mehr nach oben. Es ist wirklich extrem schwierig dann, diese Shorts zu catchen, wenn der Markt einen nicht mehr auf die Party lässt sozusagen. Hier bei Litecoin wäre jetzt die erste Profit Zone. Da wären wir jetzt hier. One-to-one Extension auf den Dollar genau. Da bouncen wir jetzt erstmal. Aber wie gesagt, also momentan jetzt Standpunkt 17.16, alles extrem schwierig zu traden. Es ist alles wie Messer fangen. Wie gesagt, wir formen einfach wieder neue Lows und wenn wir bei vielen Altcoins jetzt die nächsten Daily Supports nicht halten können, dann geht es wirklich nochmal 20-30% runter, knallhart, dann wird es ein Shakeout geben. Was mich hier jetzt konkret richtig aufregt, ist dieser Coin hier, BNB, USDT. Ich wollte bei BNB, sagen wir so, ich wollte diesen Boden hier erwischen, habe dann auch hier getradet, war hier drinnen, habe meinen Stop-Loss auf 12 Dollar und 10 Cent gehabt und wurde mit dieser Candle ausgestoppt. Also es gab diesen Shakeout nach unten und der sieht jetzt wirklich wieder sehr gut aus, muss ich hier sagen. Also hier überlege ich wieder, Positionen fast aufzubauen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich schaue mir das Ganze jetzt noch an. Ich mag das wirklich nicht, wenn ich ausgestoppt werde und danach wieder in den Markt springe. Die nächste Zone bei BNB wäre hier, hier unten. BNB sieht wirklich als einziger Coin momentan noch ziemlich stable aus. Wenn wir uns auch den Daily Chart ansehen, wir haben hier eine starke Supportzone, die wir gerade hier erreichen. Nächster Support wäre hier, also hier wäre es noch nicht so drastisch wie bei anderen Coins. Ja, ärgerlich halt, dass dieser Shakeout mich jetzt ausgestoppt hätte, weil BNB könnte einen soliden Bounce sehen in diesem Bereich hier rum. Wenn wir uns auch die Targets ansehen, nochmal konkret von diesem Drop, dann wären das hier unsere Targetzonen, 14,25 $. Wie gesagt, muss man jetzt abwarten, wie dieser Support gehalten wird. Die Candles sind auf alle Fälle stark aus. Dieser Bereich reagiert stark. Wir haben hier auch zwei Order Blocks und BNB wäre jetzt mein Setup gewesen für heute. Ich wurde leider ausgestoppt, weil eben dieser Shakeout gekommen ist. Und ja, wir können uns etliche Coins anschauen noch, aber die sehen im Endeffekt alle gleich scheiße aus. Wir haben XRP, der unfassbar gedroppt ist nach diesem
zwischenzeitlichen Run. Also wie gesagt, hier wäre wieder euer Setup gewesen. XRP bricht hier aus, testet diese Resistance Line, kommt zurück zum Breakout, haben hier auch bestimmt ein 0,382 Retracement wahrscheinlich. Nein, sogar 0,5 und rallied dann wieder hoch. Das war wirklich wieder ein Setup, was sehr gelegen gewesen wäre für euch, eben dieses Setup zu spielen. Wir sehen uns auch hier nochmal Targets an. Hier 200% wäre in diesem Fall von diesem Swing-Wire-Target gewesen und wäre wirklich ein sehr guter Profit gewesen, rein prozentual. Und ja, wie gesagt, wir können uns jetzt noch viele Altcoins anschauen, aber die Altcoins sehen wirklich alle durch die Bank beschissen aus. Ich würde bei keinem Altcoin versuchen, irgendein Messer zu fangen, außer bei BNB habe ich es versucht und wurde schon ausgestoppt. BNB werde ich mir jetzt weiter ansehen, vielleicht, wenn dieser Support weiterhin haltet, aber wahrscheinlich werde ich dieses Setup jetzt auch nicht mehr nehmen, weil ich eben schon ausgestoppt wurde. Wie gesagt, nächstes Setup wäre hier unten. Anderen Coins sehen jetzt nicht so gut aus. Alles weitere wird wahrscheinlich neue Lows machen, so wie es jetzt aussieht. Die Bounces werden wahrscheinlich wieder zum Shorten benutzt werden. Ich schaue auch nochmal wegen Bitcoin Cash Setups. Bitcoin Cash kann man auf BitMEX nämlich auch shorten. Ja, 4-Stunden-Chart bricht dieses Low. Konkret warten wir von den Retest wieder, von diesem Low. Sieht wirklich jetzt schon scheiße aus, dass wir diesen Retest gar nicht mehr schaffen. Ja, wie gesagt, wenn euch der Markt momentan deprimiert, dann solltet ihr euch jetzt nicht so damit beschäftigen. Ich denke, bei den Altcoins haben wir schon ein gewisses Potenzial nach oben von diesen Preisen auf alle Fälle. Also IOTA und die ganzen Coins, die können alle nochmal 100-200% machen. Das geht dann immer recht schnell. Wir haben sogar bei OneChain einen Coin, der extrem gedroppt ist vom Alltime High und trotzdem mal einfach so einen 40% Run hinlegt. Ihr müsst euch einfach irgendwie die Fähigkeiten erlernen, diese Bounces zu catchen oder diese Bounces zu erwischen, wenn ihr wirklich im Bärenmarkt überleben wollt. Wenn ihr wirklich nur reine Hodler seid, die sagen, okay, ich lege mein Investment an und ich schaue das 2 Jahre nicht mehr an, 3 Jahre, dann sehe ich keinen Grund, warum ihr euch jeden Tag mit dem Markt beschäftigt und mit diesen kleinen Pricings auseinandersetzt. Und ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr andere Coins auch nochmal sehen wollt, ob wir andere Coins aufnehmen wollen. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Technik-Crypto.